die Mitternacher Ohe im Landkreis Freyung-Grafenau. Ein kleines Juwel im bayerischen Wald. Einst die Heimat von Huchen, Neunaugen und Flussperlmuscheln. Doch für die Wasserkraft wurde der Fluss verbaut und reguliert. Staumauern verhinderten, dass die Fische zum Leichenfluss aufwärts schwimmen konnten. Bis zu diesem Tag. Denn auf diesen Moment hat Fischereibiologe Johannes Schnell vom Landesfischereiverband Bayern 3 Jahre hingearbeitet. Die Mitternacher Ohe mag zwar ein kleines Gewässer sein, aber heute geht für mich persönlich ein großer Traum in Erfüllung. Denn nach nunmehr 13 Jahren Planung und intensiver Arbeit schaffen wir es hier, dieses Gewässer auf einer Gesamtlänge von ungefähr 17 Kilometer komplett durchgängig zu machen. Das heißt, für die typischen Fischarten wie den Huchen, die Forelle oder auch die Esche, zukünftig vielleicht sogar die Nase, wird das Gewässer wieder frei durchwanderbar. Das heißt, hier kann wieder ein Austausch der Fische stattfinden, der bisher nicht gegeben war. Das Renaturierungsprojekt ist einmalig in Deutschland. Auch die Presse berichtet überregional. 500.000 Euro haben Bayerns Fischer in die Hand genommen und Wasserkraftwerke an der Ohe aufgekauft. Und dieses hier an der Mitternacher Mühle ist das letzte, das nun abgerissen wird. Damit kann der Fluss auf ganzer Länge wieder frei fließen und die Fische ungehindert wandern. Der Wehrgraben war bereits vorher zugeschüttet worden. Bauingenieur Josef Breinbauer hatte die Anlage einst mit seinem Vater gebaut. Weil die Stromerzeugung aber immer unwirtschaftlicher wurde, entschloss er sich zum Verkauf. Ein wesentlicher Punkt ist oder war eine Hochwasserwelle, die wo dann 2010 durch mein Anwesen durchgelaufen ist, mit einem Meter Höhe und etwa im Bereich vom Hof. Und dann ist man beruflich auch immer unterwegs, dann ist man nicht da, dann ist die Gefahr, dass dann wieder überschwemmt. Und zum anderen haben die Wasserdurchflüsse in einer großen Schwankung in den letzten 5 Jahren schon gewesen, wo praktisch lange anhaltende Niedrigwasserstände waren, dass wo die Produktion oder die Erzeugung der Energie praktisch bloß auf 20% gerade noch gelaufen ist. Und dann sind die Spitzenhochwässer immer häufiger geworden und somit habe ich mich dann entschieden, ich gebe das her und verkaufe es den Fischer. Damit war der Weg frei für dieses einmalige Projekt. Auch Vizepräsident Willi Ruff vom Landesfischereiverband hat die Rettung der Mitternacher Ohe jahrelang unermüdlich vorangetrieben. Also der Landesfischereiverband stellt sich vehement gegen den Ausbau von Kleinwasserkraft an solchen Bächen. Wir haben weit über 4000 Kleinkraftwerke inzwischen, die alles unterbinden, überall Querbauwerke, es ist keine Durchgängigkeit mehr da. Und das ist nicht einzusehen, dass da noch mehr passiert. Vor allen Dingen, der Beitrag ist ja extrem gering. Ja? Der ist ja nicht nennenswert. Und da muss man halt auch abwägen, zwischen der Natur, die man kaputt macht, zwischen dem Lebensraum der Fische, die man zerschneidet, die man auch gefährdet, meistens sind es ja rote Listearten, und der minimalen Energieausbeute. Fische, Muscheln und Neunaugen sind ein gutes Beispiel dafür, warum die Angler und andere Naturschützer so energisch gegen den weiteren Ausbau der Wasserkraft in Bayern kämpfen. Fast alle heimischen Fischarten stehen auf der roten Liste. Der Hauptgrund für den dramatischen Schwund? 90% der Bäche und Flüsse sind so für die Wasserkraft reguliert, wie das einst die Mitternacher Ohe war. Meine Vision, sowohl als Fachmann wie auch als Fischer, ist jetzt, dass hier durch die Schaffung der Durchgängigkeit auf der Mitternacher Ohe, auf der Gesamtlänge, quasi eine sehr gute Voraussetzung geschaffen worden ist, dass über die Ilz letztendlich auch einmal die Donau an dieses Gesamtsystem wieder angegliedert wird, sodass zusammengefasst und vereinfacht ausgedrückt die Fische aus der Donau irgendwann bis in die Mitternacher Ohe aufsteigen können, wie sie das auch früher getan haben, um sich hier auf natürliche Weise fortzupflanzen.